Tja, unser Garten ist immer noch total dicht geschneit. Deswegen gehen wir jetzt rein und schauen uns mal unsere Chilis an, denn die sehen richtig bombastisch aus. Bis gleich. Gute 6 Wochen sind jetzt seit dem letzten Video vergangen. Ja, und unsere Chilis, die stehen jetzt hier seit 2 Tagen auf der Fensterbank. Wie ihr hier sehen könnt, ordentlich Sonne kommt hier gerade rein. Sonst stehen sie normalerweise unter dem Kunstlicht. Aber bei so einer Sonne, da gönnt man denen natürlich ordentlich natürliches Licht. Ja, und wie unsere Pflanzen hier genau im Detail aussehen, das schauen wir uns jetzt in der Nahaufnahme an. Und dann legen wir hier auch gleich los mit unseren ersten Chilis. Hier haben wir die ersten Chilis der Sorte Capsicum Annuum, wozu auch die Paprikas gehören. Angefangen hier mit unseren Thunder Mountain Longhorn, die so 30 cm lange Haarpaprikas bildet. Die wachsen auch recht dünn nach oben. Das ist ein ganz normaler Wuchs von der. Die haben wir schon vor 2-3 Jahren mal gehabt. Richtig genial. Dann haben wir hier unsere New Max Big Jim Chili. Das sind auf jeden Fall so richtig dicke, große, lange Schoten soll sie bilden. Da bin ich auf jeden Fall gespannt. 4 Pflanzen haben wir davon. Und dann haben wir hier unser Chabai Chili Tree. Die soll auch 2 Meter groß werden, dieser Chili-Strauch. Da bin ich auf jeden Fall auch gespannt. Massig an Früchten soll man da erwarten können. Ja, unsere Annuum-Sorten. Dann kommen wir hier auch unsere erste Capsicum Chinense-Sorte. Da haben wir die Arti Dolce Amarillo. Die sieht richtig klasse aus und hier sieht man schon, das sind hier 4 Pflanzen im Bund. Da müssen wir jetzt so langsam mal umtopfen, denn die Blätter, die überlagern sich so langsam hier. Ja, und die klauen sich natürlich gegenseitig Licht. Deswegen wird hier demnächst, ich denke mal nächste Woche mal, da werden wir das Ganze mal umtopfen. Dann kommen wir zu unseren nächsten Pflanzen. Hier haben wir unsere Trinidad Perfume, die wir letztes Jahr schon mal hatten. Eine Schärfe von 0 hat die Chili. Dann hier die nächste Trinidad Perfume und dann hier unsere ersten richtigen Habaneros. Habanero Pastel haben wir hier. 3 wunderbare Pflanzen, die sehen richtig klasse aus. Die hat auf jeden Fall ordentlich Bums, wenn es nachher um die Schärfe geht. Von Schärfegrad 9 bis 10 wird es wohl gehen. Dann hier weiter die nächsten Habaneros. Habanero Christina, auch so eine pastellfarbene Sorte, auch richtig scharf. Und hier unsere Archi Jobito aus eigenem Saatgut, ein kleines Pflänzchen. Und hier gehen wir weiter. Von einem Kollegen habe ich hier eine Riesenpaprika bekommen. Da keimen jetzt auch so langsam die kleinen Pflänzchen. Bin ich auf jeden Fall gespannt. Er sagt, das sind richtig, richtig große Paprikas nachher. So, und dann kommen wir hier zu unserer ersten Capsicum Baccatum. Eine Sorte der Paprikas, Chilis. Hier die Sorte Sugar Rush Peach soll das sein. Soll auf jeden Fall auch ordentlich Schärfe haben und richtig groß werden. Hier haben wir auch ein kleines Pflänzchen. Die zickt noch so ein bisschen rum, die will noch nicht so ganz. Ja, und dann haben wir hier am Ende die Biquino Amarillo. Die haben wir ja letztes Jahr auch schon gehabt. Das sind ja diese Tropfen-Chilis. Hier, da warte ich auch noch auf eine Riesenpaprika, noch nicht zu sehen. Ja, und hier haben wir auch noch eine Amarillo. Ja, und wie das Ganze hier vonstatten geht, warum die so aussehen, das erkläre ich euch jetzt nochmal eben. Tja, damit unsere Pflanzen so wachsen, wie wir sie hier auf unserer Fensterbank vorfinden, ganz einfach, es sind 3 Parameter, die wir benötigen, die untereinander so ein bisschen abgestimmt sind. Zum einen ist es das Licht, was wir hier vorfinden, gerade in Form von normalem natürlichem Sonnenlicht. Wir können LED-Panels nutzen, wir können Leuchtstoffröhren nutzen, auf jeden Fall ordentlich Licht. Dann benötigen wir als 2. Parameter die Temperatur. Die sollte natürlich nicht zu hoch sein, denn wenn es zu warm wird, wollen die Pflanzen nach oben die kälteren Temperaturen, die hemmen das Wachstum so ein bisschen und wir wollen natürlich nicht, dass sie nach oben schießen. Ja, wir haben hier in diesem Raum um die 18 Grad immer, jetzt bei der Sonneneinstrahlung natürlich ein bisschen mehr, das lässt sich natürlich nicht vermeiden. Ja, und zum anderen, unser Substrat
Wir dürfen natürlich nicht überdüngte Erde oder Komposterde für unsere Jungpflanzen verwenden, denn da sind zu viele Nährstoffe drin. Und ja, Nährstoffe mit viel Wärme und wenig Licht, die schießen uns durch die Decke, die Pflanzen. Das wollen wir nicht. Deswegen die drei Parameter, die müssen stimmen. Wir haben hier ja auch Anzuchterde genommen, nährstoffarm. Wir haben viel Licht in Form von LED-Panels oder der natürlichen Sonne. Ja, und unsere Temperatur stimmt auch mit 18 Grad. Und ein kleines Beispiel, das haben wir hier. Hier vor mir die kleinen Thunder Mountain Longhorn Chilis. Okay, die wachsen im Allgemeinen ein bisschen nach oben, ein bisschen spaggelig, dürr. Aber hier, schaut euch das an, das ist eine Thunder Mountain Longhorn, auch gleich ausgesät wie die schön wachsenden. Ja, hier habe ich ganz normale Blumenerde verwendet, Temperaturen über 20 Grad und ohne Zusatzbeleuchtung. Ja, und das Ergebnis sieht man hier. Einmal eine spittelige, dürre Pflanze und unsere schönen Thunder Mountain Longhorn Pflanzen. Die muss ich natürlich jetzt demnächst hier mal pikieren, damit die auch noch mal ein bisschen in Fahrt kommt. Ja, und das wäre es dann auch eigentlich gewesen. Mehr mache ich eigentlich gar nicht. Ich versuche so wenig wie möglich zu experimentieren, gehe mit bestem Wissen und Gewissen voran. Ja, und dann sehen die Pflanzen so aus, wie wir sie hier jetzt haben. Das nächste Video, was dann kommen wird, das werden unsere Paprikas sein. Die habe ich auch schon in den Keimbeutel drin. Ja, und dann schauen wir mal, wie die dann so wachsen, denn ich benötige demnächst noch ein bisschen mehr Platz. Denn um die 100 Pflanzen werden es dieses Jahr im Garten sein von Chilis, Jalapenos und Paprikas. Also da erwartet uns noch einiges. Wir sind auch am Ende vom Video. Mach's gut und tschüss.